Es ist zwar gesetzlich vorgeschrieben, dass in jedem Stall eine Notfallapotheke vorhanden sein muss, aber ganz ehrlich, überlegt mal in eurem Stall, auch gerade wenn man irgendwo Einsteller ist, wo ist die denn? Jetzt im Zweifelsfall Sonntagabend um 10 oder Heiligabend 18 Uhr, wenn euer Pferd plötzlich mit einer Riesenwunde dasteht, ist dann irgendjemand noch vom Stallpersonal greifbar, der euch sagen kann, wo ist die Stallapotheke? Und selbst wenn man sie dann aufmacht, dann fallen einem meistens schon so die Spinnweben entgegen, weil das Ding in der Regel seit 10 Jahren da hängt und seitdem nicht mehr aufgemacht wurde. Es ist alles schon längst abgelaufen, Salben sind eingetrocknet, die Schere ist verrostet und es ist eigentlich nichts mehr wirklich nutzbar davon. Deswegen sollte das eigentlich immer so ein bisschen auf der Frühjahrs Checkliste stehen. Deswegen